wird gefeiert, oder? Die Beichte sind eröffnet! Die Überlegung besteht schon lange, so ein Event zu machen, da wir im Herbst jetzt unser Halle-Treffen haben und das hat sich sehr gut entwickelt. Und warum soll man nicht die Saison mit einem Event beginnen, wie wir die Saison auch beenden? Es hat am Freitag irrsinnig toll gestartet mit der Eröffnung, mit Andreas Cavalier, mit so vielen Partyleuten. Es war unglaublich, es war tolle Stimmung, der Casinoplatz war mehr als voll. Unterwegs, man ist in der frischen Luft und man sieht viel. Wir haben tolle Strecken in Kärnten zum Fahren, ganze Nockgebirge oder dann angrenzende Länder wie Slowenien und Italien, schon perfekt bei uns. Es waren auch heute diese 5 Stunden von Graz über Skaberl, über Skipitztwerdl, daher durchs Gurktal, echt, das war so ein bisschen wie die Seele reinwaschen und den ganzen Stress haben wir ein bisschen hinter sich lassen. Ja, ich denke, Manuel, wo das organisiert hat, hat das alles richtig gemacht. Das ist schon ein Platz, den man kennt, auch bei uns in Liechtenstein. Viele Liechtensteiner kommen über das Jahr her und man hört immer wieder von Felden. Also von mir aus gesehen, von der Bober Garage, Hammer Event, ist lohnenswert, also kann es empfehlen. Grundsätzlich ist Halle wahrscheinlich das Beste, was jemals passiert ist. Für Felden, für alle und für uns sowieso. Ich glaube, der Erfolg gibt uns recht und die Resonanz der Gäste ist sehr, sehr positiv. Ich glaube, dass so ein Event im Frühjahr auch gefehlt hat und so wie es ausschaut, wird es die Felden Bike Days nächstes Jahr wieder geben. Ich möchte mich in erster Linie beim Casino Felden, bei allen unseren Partnerbetrieben, Unterstützern und, Behörden, Polizei, Gemeinde,
vielmals bedanken, dass wir diese Veranstaltung so über die Bühne bringen haben können. Und ebenfalls vielen, vielen Dank an unsere Nachbarn.